Die bayerische und deutsche Novemberrevolution des Jahres 1918 ist nur erklärlich aus dem Nervenzusammenbruch eines durch einen langen, schweren Krieg erschöpften Volkes. Das parlamentarische System war nicht Ziel und Zweck der Revolution, denn es war bereits vor der Revolution im Reiche und in Bayern, in Klammern Gesetz vom 28. Oktober 1918 und einige Tage später die Erklärung König Ludwigs III., zur Einführung gelangt. Mit dem Schlagworte der Republik gegen Monarchie hätte man zweifellos in den Zeiten einer der ruhigen Überlegung fähigen Stimmung des Volkes, etwa im Jahre 1913, keine Wahlschlacht gewonnen, geschweige denn eine Massenbewegung und einen Umsturz, wie sie die Revolution darstellte, erzielt. Zitat Ende. Dies schrieb 1922 ein späterer bayerischer Ministerpräsident und Bundesfinanz- und Justizminister, Fritz Schäffer. König Ludwig III. hatte Bayern bereits am 2. November 1918 in eine parlamentarische Monarchie mit Frauen- und Verhältniswahlrecht umgewandelt. Den Bezugspunkt für monarchistische Bestrebungen in der Zwischenkriegszeit in Bayern bildete diese Verfassungsform. Forderungen nach einer Rückkehr zur konstitutionellen Monarchie wurden nicht erhoben. Die Folgen, wie wir auch gerade schon gehört hatten, der Münchner Friedenskundgebung vom 7. November 1918 auf der Theresienwiese, der Marsch Kurt Eisners und seiner Gefolgsleute durch München, mit der anschließenden Ausrufung des Volksstaates trafen Ludwig III. Und seine Regierung unvorbereitet. Die neue Republik konnte Bestand haben, weil sich die Beamtenschaft loyal gegenüber dem Staat Bayern unabhängig von der Staatsform erwies. König Ludwig III. Sanktionierte die Entwicklung des fortbestehenden bayerischen Staates, indem er zwar nicht auf den Thron verzichtete, aber mit der im Schloss Anniff bei Salzburg unterschriebenen Erklärung vom 13. November 1918 den Treueid auflöste. Sein ältester Sohn, Kronprinz Ruprecht von Bayern, damals noch Oberbefehlshaber der nach ihm benannten Heeresgruppe, protestierte am 10. November 1918 in seinem Hauptquartier Brüssel gegen die ohne Volksbefragung erfolgte politische Umwälzung in Bayern. Er forderte die Entscheidung über die Staatsform durch eine verfassunggebende Nationalversammlung, die aus freien und allgemeinen Wahlen hervorgeht. Damit akzeptierte er eine demokratische Mehrheitsentscheidung als Legitimitätsgrundlage. Ruprecht wiederholte dieses Bekenntnis 1919 gegenüber dem Landtagspräsidenten, als er den Bayerischen Landtag als den derzeitigen einzigen Träger der bayerischen Staatshoheit anerkannte. Die Revolution hatte in Berlin zentralistische Kräfte an die Macht gebracht. Die bayerische Teilsouveränität, auf der noch Kurt Eisner bestanden hatte, hier sehen wir seine Interpretation des Thronverzichts Ludwigs III., und die Reservatrechte wurden durch die unitarisch ausgerichtete Weimarer Verfassung beseitigt. Die bayerischen Gesandtschaften mussten aufgegeben werden, nur die Vertretung beim Heiligen Stuhl dauerte im Rahmen der Kultushoheit der Länder fort. Am 28. August trat die Weimarer Reichsverfassung mit der Unterzeichnung durch Reichspräsident Friedrich Ebert in Kraft. Sie legte fest, dass jedes Land eine freistaatliche Verfassung, eine republikanische Verfassung, haben müsse. Im November 1918 hatte die Monarchie keine Verteidiger gefunden. In den folgenden Monaten kämpften die bürgerlichen Kräfte gemeinsam mit der sozialdemokratisch geführten Staatsregierung gegen die Räterepublik und die von ihr ausstrahlenden Gewalttaten. Der dann ausgebrochene Weiße Terror verschärfte die Situation zusätzlich. Die dominierende Kraft in Bayern bildete über die Revolution hinweg der politische Katholizismus, der gleichzeitig den Föderalismus auf seine Fahnen geschrieben hatte. Die bäuerlichen und bürgerlichen Kräfte hatten sich am 12. November 1918 mit der Gründung der Bayerischen Volkspartei in Regensburg formiert. Die neue, weiterhin stark auf katholische Standesvereine gestützte Partei, hervorgegangen aus dem Zentrum, behielt den konfessionellen Charakter und wollte eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Zentrum auf Reichsebene bilden.
Die PVP legte zwar ein Lippenbekenntnis für die Wiedereinführung der Monarchie ab, doch schreckte sie stets vor Taten zurück. Sie arrangierte sich mit der Republik und unternahm keine konkreten Schritte zur Restauration. Im Programm vom Oktober 1922 erwähnt sie die Staatsform nicht mehr. Trotz ihrer Wahlerfolge waren die führenden Parteivertreter aber auch nach dem Ausscheiden der SPD im Jahr 1921 aus der bayerischen Regierung nicht bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen, weshalb bis 1924 die sogenannten Beamtenministerpräsidenten regierten. Gleichzeitig gewannen Freikorps und Einwohnerwehren an politischem Einfluss. Darüber hat in der letzten Vortragsreihe, in der letzten Vortrag Frau Professor Kraus, die wir jetzt auch noch begrüßen dürfen, ja referiert. Und auch das Foto kennen Sie schon da. Die Situation im paramilitärischen nationalen Lager der sogenannten Vaterländischen Verbände wurde nach der erzwungenen Auflösung der Einwohnerwehren im Juni 1921 noch unübersichtlicher. Verschiedene Nachfolgeorganisationen entstanden. Als rein bayerische Gruppierung bildete sich der Bund Bayern und Reich, den der Regensburger Sanitätsrat Dr. Otto Pittinger leitete. Inwieweit Kronprinz Rupprecht hinter dieser Nachfolgeorganisation der Einwohnerwehren stand, wird aus den Quellen nicht deutlich. Der Zusammenschluss dürfte aber seinen Wünschen entsprochen haben. Die Ausrichtung dieses Bundes war konservativ und monarchistisch. Er erstrebte die Restituierung des föderalistischen Bismarckreiches und der Monarchie in Bayern. Dabei lehnte Kronprinz Rupprecht Separatismus und eine oft diesen Kreisen vorgeworfene Abhängigkeit von Frankreich in Rheinbundformen ab, was immer wieder, wie gesagt, in die Diskussion gebracht wurde. Da diese Bestrebungen seinen politischen Anschauungen konträr liefen, sah sich etwa im September 1920 zu einer öffentlichen Gegenerklärung im Berliner Tagblatt veranlasst. Er versicherte damals, keinen Schritt zur Gefährdung der Reichseinheit unternehmen zu wollen und keine Krone einer süddeutschen Donaumonarchie zu erstreben. Auch die Übernahme der Staatspräsidentschaft in einer Republik nach dem Muster Napoleons III. Lehnte er ab. Trotzdem wurde, etwa vom Bund Oberland und von General Erich Ludendorff, immer wieder der Vorwurf des Separatismus und der Zusammenarbeit mit Frankreich gegen bayerisch-monarchistische Kreise erhoben. Häufig wurde bereits die entschiedene Vertretung bayerischer Interessen als Separatismus verdächtigt. Trotzdem arbeiteten bis 1923 national-völkische und monarchistisch-konservativ-föderalistische Kreise teilweise zusammen. Das nachrevolutionäre München bot den Boden für den Aufstieg rechtsextrem-völkischer Kreise. PVP-Politiker, die aus föderalistischer Überzeugung die Berliner Republik ablehnten, glaubten zeitweilig, wegen des gemeinsamen Gegners in ihnen Verbündete sehen zu können. Gleichzeitig herrschten, auch das haben wir letztes Mal gehört, in der Münchner, bei der Justiz und bei der Münchner Polizei Zustände, die den Rechtsstaat gefährdeten. Mit wenigen Schritten haben wir versucht, ein sehr holzschnittartiges Bild der politischen Situation in den Jahren nach der Revolution zu zeichnen. Der Vortragstitel fragt nach einer stabilisierenden Rolle des Königshauses für die Demokratie. Betrachten wir dazu einige Schlüsselereignisse, bevor wir zum 9. März 1923 zum eben geschilderten Vertrag als zentralen Datum für unser Thema gelangen. In der aufgeheizten Atmosphäre einer Zeit des Umsturzes aller Ordnung und Werte wurden sicher verschiedene Putschpläne diskutiert. Mit dem Tod König Ludwigs III. Am 18. Oktober 1921 auf seinem ungarischen Gut Charvar wurde Kronprinz Rupprecht zum Thronprätendenten in monarchistischen Kreisen zum König von Bayern. Deshalb habe ich auch dieses Bild hier gewählt, das eben die Kontinuität zeigen soll. Die Beisetzung des Königspaares am 5. November in München gestaltete Gustav von Kahr nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident wie der Regierungspräsident von Oberbayern mit der Übernahme der Formen aus der Monarchie, aber auch mit der Teilnahme von Staatsregierung, Landtag, Reichswehr und Traditionsvereinen sowie Studentenverbindungen zu einer machtvollen Kundgebung. Freilich hatte er der Regierung versprechen müssen, keinen Staatsstreich zu planen.
die Inszenierung folgte dem 1912 bei der Beisetzung Prinzregent Luitpolds beachteten Zeremoniell, machte die alte Hof- und Staatsgesellschaft noch einmal sichtbar. Letztmals nahmen 25 Google-Männer an dem Trauerkondukt teil. Gleichzeitig ging es K. auch darum, Präsenz im öffentlichen Raum zu demonstrieren und eine Antwort auf die Beisetzung Kurt Eisners zu geben. Und weil das so ein eindrucksvolles Ereignis ist und wir vor allem einen sehr schönen Film haben, ich danke Michael Stephan, der mir den geschenkt hat, unterbrechen wir hier den Vortrag und schauen uns diesen Film zur Beisetzung an. Thank you.
Vielen Dank. Ja, den Film wollte ich eben zeigen, weil er die alten Eliten noch einmal zeigt, aber auch die Vertreter des Freistaats, die Staatsregierung war präsent. Das soll uns diese Sichtweise auf die diese Gesellschaft auch als Folie für den weiteren Vortrag dienen. In weiten Kreisen bis hinein in die bayerische Regierung war an diesem Tag die Ausrufung der Monarchie erwartet, erhofft oder befürchtet worden. Im Umkreis des Choroberland und anderer nationalvölkischer Kreise wurden Gerüchte über einen Königsputsch lanciert. Beweise für einen konkret geplanten Staatsstreich oder die Beteiligung des Kronprinzen lassen sich freilich nicht erbringen. Zwei Gründe bestimmten ihn nach der Aussage seines späteren Kabinettschefs Josef Maria, Graf von Soden-Frauenhofen, damals nicht nach der Krone zu greifen. Es habe ihm widerstrebt, den Tod seines Vaters und die Trauer des Volkes zu einem Gewaltstreich auszunützen. Außerdem wollte er seine Rechte nur auf legalem Weg und eben nicht dem des Bonapartismus, also mit einem Putsch, antreten. Nach der Beisetzung entzog er sich der vor der Frauenkirche ausharrenden Menge, die wir ja gerade gesehen haben, und verließ den Dom durch die Sakristei. Er ließ an diesem Tag eine Erklärung veröffentlichen, die seinen Rechtsstandpunkt verdeutlicht und ich deshalb vorlese. Aus allen Teilen Bayerns und von vielen auswärts lebenden treuen Bayern sind mir in außerordentlich großer Zahl warm empfundene Kundgebungen der Teilnahme zum Hinscheiden meines nun in Gott ruhenden lieben Herrn Vaters zugegangen. Mein höchstseliger Herr Vater hat den Kelch des Leidens bis zur Neige geleert. Nicht nur sah er sein auf das Beste des Landes gerichtetes Lebenswerk zerstört, er musste zu seinem Schmerz nach dem Zusammenbruch des Reiches auch noch die in einem Augenblick der Unordnung und Verwirrung erfolgte Preisgabe von wesentlichen für das Bestehen des bayerischen Staates unentbehrlichen Rechten erleben. Eingetreten in die Rechte meines Herrn Vaters und in treuem Bekenntnis zu meiner bayerischen und deutschen Heimat bin ich verpflichtet, dies festzustellen. Das schulde ich der Überlieferung meines Hauses, der Geschichte und der Zukunft. Also damit sind recht seine Ansprüche aufrechterhalten, vor allem eben in diesen berühmten Formel, eingetreten in die Rechte meines Herrn Vaters, was wohl auf ihn selbst zurückgeht, aber er will alles nur auf legalen Weg, auf verfassungsmäßigen Weg vorgehen. Trotzdem wurde diese Verlautbarung in Teilen der Presse scharf angegriffen und auch als Lösung Bayerns vom Reich missverstanden. 1921 kein Königsputsch. Schemenhaft bleiben dann Nachrichten über einen von Sanitätsrat Pittinger vom Bund Bayern und Reich in der Nacht vor dem Münchner Katholikentag am 25. August 1922 angeblich geplanten Putsch. Bereits damals soll die Einsetzung Gustav von Kahrs als Diktator geplant gewesen sein. Sie alle kennen die Situation des Katholikentags. Kardinal Michael von Faulhaber, der Erzbischof von München und Freising, geißelte am 27. August die Revolution als Meineid und Hochverrat, wo ihm ja dann der damalige Kölner Oberbürgermeister Adenauer entgegentrat. Die Stimmung war aber offensichtlich derart emotional aufgeladen, dass Rupprecht sich den Veranstaltungen und auch den Festkommersen anlässlich des Katholikentags fernhielt, um monarchistische Ovationen zu vermeiden. Als Ergebnis der bisherigen Überlegungen können wir festhalten, dass sich Kronprinz Rupprecht von allen Putschversuchen fernhielt und unbedingt die politische Lage beruhigen wollte. Damit kommen wir zur Vorgeschichte des Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung des bayerischen Staates mit dem vormaligen bayerischen Königshause vom 9. März 1923, das auch vom Datum, vom Bezugnahmen her ja im Mittelpunkt des Vortrags steht und worüber wir ja gerade die zentralen Entwicklungen wir gehört haben. Ich habe dazu jetzt einfach ein Bild der Hochzeit in Lenggries des Kronprinzen ausgewählt, weil es eine Normalisierung der Lage demonstrieren soll, weil schon im Vorfeld der Verhandlungen, also des Erlasses des Wittelsbacher Ausgleichsfonds 1923, hatte sich eine gütliche Einigung abgezeichnet, die es ihm ermöglicht hat, auch diese nach dem Krieg aufgelöste Verlobung dann mit einer Ehe eben wieder aufzunehmen.
die finanzielle Situation des Kronprinzen, also zunächst seines Vaters, sondern des Kronprinzen und seiner engeren Familie war höchst prekär. Wir haben gehört, die Zivilliste, die Zahlungen sind eingestellt worden, ohne gesetzliche Grundlage, aus dem die für den Gebrauch des Hofes vorbehaltenen Gebäude und Grundstücke gingen in staatlichen Besitz über. Die bisherige Zivilliste wurde in Verwaltung des ehemaligen Kronguts umbenannt und ihre Beamten zu Staatsbeamten erklärt, dann überführt in die staatliche Verwaltung der Schlösser, Seen und Gärten. Bereits aber die Regierung Kurt Eisen, auch das eine Wiederholung, hatte eine Kommission zu Verhandlungen über die Entschädigung eingesetzt. Es gab juristische Es war eine Problematik, eine rechtlich schwierige Situation, bei der sich juristische, historische und politische Probleme verquickten und die eben längere Verhandlungen erfordert hat. Wir haben auch gerade gehört schon von der Bedeutung von Professor Dr. Konrad Beierle, der für das Königshaus das entscheidende Gutachten verfasst hat und der diese dann auch in zwei Büchern veröffentlicht hat und der dadurch auch Einfluss auf die öffentliche Debatte gewann und auch stärkeren Einfluss wohl gewann als die geheimgehaltenen Gutachten des Finanzministeriums und des Kultusministeriums. Denn auch der Freistaat hat seinerseits natürlich Gutachten anfertigen lassen. Nach diesem längeren Vorlauf kam es dann eben am 24. Januar 1923 zu einem Übereinkommen zwischen dem damaligen Finanzminister Dr. Wilhelm Krausneck und Kronprinz Ruprecht und dem Wittelsbachischen Haus, das dann eben in Gesetzesform gegossen wurde. Es sah die Bildung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds vor, dem der Staat Immobilien und Geld, die sich im Wert entsprechen sollten, überweisen sollte. Mit der Errichtung dieser Stiftung war eine Rechtsform gefunden, die stark an die der durch die Weimarer Verfassung aufgelösten Fideikommisse erinnert. Sie garantierte die Erhaltung des Gesamtbesitzes, schränkte aber die Dispositionsfreiheit der aktuellen Nutzer stark ein. Der Stiftungszweck, und das kann nicht genug betont werden, ist ein doppelter. Es ist sowohl der Erhalt des kulturellen Erbes wie die Versorgung der Angehörigen des Hauses. Die Geldzahlungen wie der Grundbesitz sollten sich in etwa im Wert entsprechen. Ein Sonderfall war, auch das wurde gerade geschildert, das Erbe König Ottos, der Privaterbe König Ludwigs II. War. Und zwar waren die dort zugehörigen Schlösser und auch umfangreicher Grundbesitz schuldenfrei. Also aus den Einkommen aus der Zivilliste für König Otto waren die Schulden Ludwigs II. Abgezahlt worden. Am 3. Februar dann genehmigte die bayerische Regierung, der Ministerrat und der Eugen Ritter von Knilling das Übereinkommen und goss es in Gesetzesform, das dann eben am 9. März vom Bayerischen Landtag, wie gerade geschildert, angenommen wurde. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds hat die Rechtsstellung einer Stiftung öffentlichen Rechtes. Der Finanzminister rechtfertigte das Gesetz vor dem Landtag in einer ausführlichen, historisch untermauerten Darstellung. Die Staatsregierung begründete die Übertragung der Entschädigung an das vormals regierende Haus mit einer Dankesschuld. Der Fraktionsvorsitzende der BVP, Heinrich Held, sprach dem Königshaus den Dank für all das, was es im Laufe der Zeit Gutes für Volk und Land geleistet habe, aus. Ähnlich formulierte der bayerische Landtagspräsident Heinrich Königbauer, der die Debatte schloss mit den Worten, dass das bayerische Volk dem Hause Wittelsbach auch für die Zukunft Hochachtung und Verehrung entgegenbringen wird. Damit war in Bayern eine gütliche Übereinkunft getroffen worden, die keine neuen Wunden schlug und stabilisierend auf die politischen Verhältnisse wirkte. In dem Zusammenhang möchte ich noch einen Gedanken Cajetans von Aretin aufgreifen, der den Einfluss der Beamten an den Verhandlungen beteiligten Ministerien sehr stark macht und auch sehr schöne Begründung liefert. Die
Beamten waren ja in der Monarchie sozialisiert worden und sie dachten in einer Kontinuität der Rechtstradition und wollten diese Rechtstradition aus der Zeit vor 1918 perpetuieren, fortsetzen, weshalb sie eben eine gerechte Abfindung ihrer Herrscherhäuser erstrebten und durchsetzten. Und das hatte gleichzeitig für den neuen Staat und für den Freistaat den Vorteil, dass die republikanischen Staaten durch diese Anerkennung des tradierten Rechtes legitimiert werden. Damit sind wir beim Kern der Fragestellung nach einer stabilisierenden Funktion des Königshauses für den Freistaat, der wir uns später zuwenden wollen. Ich möchte aber doch noch eingehen auf den zweiten großen Komplex, weil der vielleicht in der öffentlichen Debatte nicht so sehr gesehen wird, der den umfangreichen Kunstbesitz von Weltgeltung betrifft. Und das war eben ein wichtiger Grund für das Entgegenkommen der staatlichen Seite. Zum einen, wie gehört, übertrug Kronprinz Ruprecht die vor 1804 für den Hausbesitz erworbenen Sammlungen an die neu errichtete Wittelsbacher Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft. Man muss sich vergegenwärtigen, dahinter verbergen sich zentrale Bestände der alten Pinakothek, etwa aus der Düsseldorfer und Mannheimer Galerie, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ruprecht war als Oberhaupt des Hauses auch unbestritten im Besitz des Hausfideikommisses König Ludwigs I. eben für die nach 1804 erworbenen Kunstwerke. Er war Privatbesitzer. Dazu gehörten die größten Teile der Bestände der Glyptothek. Wir sehen hier die Aigeneten vom Feiertempel, ein großer Teil des Antiquariums, die Sammlungen Boisserie und Wallerstein, Hausgut ältere Meister und jüngere Meister in den beiden Pinakotheken, um nur eine Auswahl zu nennen. Diese jüngeren Kunstsammlungen wurden, also jünger vom Erwerbungsdatum betrachtet, gingen an den Wittelsbacher Ausgleichsfonds, eben verbunden mit der Bedingung der öffentlichen Besichtigung, in der Regel die Ausstellung in einem staatlichen Museum. Auch schenkte Ruprecht das Gebäude der Glyptothek mit dem Königsplatz an den Staat. Damit war dieser Kunstbesitz möglichen Notverkäufen entzogen und für die bayerische Öffentlichkeit gesichert. Für den Fall des Aussterbens des Königshauses sollte der Besitz des WAF an den bayerischen Staat fallen. Sollte aber der Freistaat den Fonds ohne Einwilligung der Wittelsbacher auflösen, so würde dessen Vermögen einschließlich der Kunstsammlungen an die Mitglieder des Hauses zurückfallen. Im Anschluss an diesen Vertrag, das möchte ich doch auch noch kurz erwähnen, ist im Beilagenband zum Landtagsprotokoll eine ausführliche Begründung durch die Staatsregierung abgedruckt. Also was jetzt kommt, ist die Position der Staatsregierung, mit der sie den Abschluss dieses Vertrages begründet. Sie wollte damit sicherlich politischen Gegnern der Vereinbarung den Wind aus den Segeln nehmen. Die Staatsregierung erklärte den auch nach der staatsrechtlichen Umstellung fortdauernden Anspruch der Mitglieder des Königshauses auf staatliche Leistungen eben mit der Einverleibung der Kammer- und Kabinettsgüter in das Staatsvermögen durch König Max I. Joseph. Sie folgt also genau der Argumentationslinie Konrad Beierles, der auch ausdrücklich in dieser Begründung genannt wird. Dann wird hingewiesen, dass es doch gewisse rechtliche Unsicherheiten gäbe, dass aber unstrittig ein Entschädigungsanspruch der königlichen Familie zur Sicherung ihres Unterhalts angenommen werde. Wegen der Zweifelhaftigkeit der Rechtslage habe die Staatsregierung deshalb eine schiedlich-friedliche Regelung gesucht. Aufgrund der Schwankungen des Geldwerts hält die Staatsregierung die Forderungen des königlichen Hauses nach Überlassung von Grundbesitz, Gebäudenutzung und Kunst- und Einrichtungsgegenständen für gerechtfertigt. Der Vorteil für den Staat: die Sicherung eines Vorkaufsrechts und des Rückfalls bei einem eventuellen Aussterben der Wittelsbacher sowie eben die Sicherung der Kunstgegenstände für die öffentlichen Museen. Langwierige juristische Auseinandersetzungen mit ungewissem Ausgang konnten vermieden und der Kunstbesitz von Weltrang für Bayern bewahrt werden. Der Staat verpflichtete sich gleichzeitig neben den Immobilien, also neben den genannten Schlössern, die ja kein Geld bringen, sondern nur Geld kosten, ist das eigentlich wertvolle circa 11.000 Hektar Wald und einige Häuser. Der Staat verpflichtete sich
im gleichen Wertumfang 20 Millionen Kapital in den Fonds einzubringen, für die Richtung der Landesstiftung weitere je 10 Millionen an das Oberhaupt und die Mitglieder des Hauses. Also zusammen 40 Millionen. Da der Vertrag aber keine Wertbeständigkeitsklausel enthält, wurde das Kapital von 40 Millionen Mark wie die übrigen Geldentschädigungen sofort durch die Inflation des Jahres 1923 aufgezehrt. Damit waren die staatlichen Leistungen von Anfang an faktisch halbiert, die Geldzahlungen entwertet. Ein Schiedsgericht beschloss erst im März 1929, dass die finanziellen Ansprüche der Wittelsbacher mit nur 100.000 Mark zuzüglich Zinsen abgegolten werden sollten. Trotzdem war der Vertrag sicherlich ein großer Wurf, der immerhin eine wirtschaftliche Sicherung für die Wittelsbacher und auch für den Kronprinzen Ruprecht brachte, der nun in München das frei gewordene Leuchtenberg-Palais beziehen konnte, wo er seine Stadtwohnung und den Sitz seiner Verwaltung einrichten konnte. Als Hauptwohnsitz stattete er zunächst Schloss Berchtesgaden aus. Nun konnte er einen kleinen, und das heißt so in den Quellen, Hofstaat einrichten, der die Titel und Sprache aus der Monarchie fortsetzte. Man kann dies als eine Strategie verstehen, die veränderten Umstände zu kompensieren. Dies bot die Voraussetzung dafür, dass er verstärkt repräsentative Aufgaben wahrnehmen konnte. Allerdings wurde diese Entwicklung durch die Krisenphänomene des Jahres 1923 überlagert. Der sogenannte Ruhrkampf, die Inflation und die steigende Arbeitslosigkeit verschafften radikalen Kräften immer stärkeren Einfluss. Darüber werden Berufenere als ich in dieser Vortragsreihe noch berichten. Wir wollen heute nur einige Schlaglichter auf die Rolle Kronprinz Ruprechts werfen. Beunruhigt über die wirtschaftliche Notlage und die wegen der Ruhrbesatzung angeheizte nationalistische Stimmung waren auch die bayerische Regierung und die BVP. Im Februar 1923 versuchte der BVP-Fraktionsvorsitzende Heinrich Held, Kronprinz Ruprecht für eine Wahl zum bayerischen Staatspräsidenten zu gewinnen. Das ist jetzt, fällt jetzt nicht so aus dem Rahmen, weil die Ministerpräsidenten ja von Baden und von Württemberg führten in dieser Zeit ja auch den Titel Staatspräsident. Ruprecht lehnte jedoch ab, was ich zumindest nur aus der Überlieferung durch Gustav von Kahr kenne. Dies geschah sicher, also dieser Wunsch, Ruprecht zum Staatspräsidenten zu machen, geschah vor dem Hintergrund verschiedener Putschgerüchte und hätte wohl die sogenannten vaterländischen Kräfte stärker an den Staat binden sollen. Nachdem die Reichsregierung dann im September 1923 den passiven Widerstand gegen die französische Besatzung im Ruhrgebiet aufgegeben hatte, drohte die Situation in Bayern während der Erbitterung darüber in den nationalistischen Kreisen zu eskalieren. In dieser auch für das Reich bedrohlichen Situation suchte der neue Reichskanzler Gustav Stresemann den Kontakt mit Kronprinz Ruprecht, der ihn über seine Vorstellungen für eine föderalistische Neugestaltung des Reiches informierte. Zur Beruhigung der Lage in Bayern verfielen der Kronprinz und Heinrich Held auf die Idee, Gustav von Kahr als Generalstaatskommissar einzusetzen. Dieser sollte wegen seines Einflusses auf die vaterländischen Verbände ein Gegengewicht zu General Ludendorff bilden. Ruprecht ergriff tatsächlich die Initiative und besuchte am 21. September Kahr, den er für den folgenden Tag zu einer gemeinsamen Unterredung mit Ministerpräsident Eugen von Knilling bat. Bei diesem Gespräch wurde über die Notwendigkeit der Einsetzung eines Generalstaatskommissars diskutiert. Schließlich entschloss sich der Ministerpräsident wegen der Verdichtung der Putschgerüchte zum Handeln und schlug dem Kabinett die Ernennung Kahrs zum Generalstaatskommissar vor. Am 26. September verkündete die bayerische Staatsregierung den Ausnahmezustand und übertrug Kahr die vollziehende Gewalt in Bayern. Dr. Fritz Gerlich, der ja auch diesem Haus hier angehört hat, damals aber Hauptschriftleiter der Münchner Neuesten Nachrichten war, wertete die Einsetzung Kahrs als Generalstaatskommissar als die erste Regierungshandlung des Kronprinzen Ruprecht, weil dieser im Hintergrund zu diesem Schritt gedrängt habe.
Neben dem Staatsapparat konnte Kahr sich auch auf das Vertrauen des Kronprinzen und des Bundes Bayern und Reich stützen. Als eine seiner ersten Maßnahmen ließ Kahr die von Adolf Hitler für den 27. September anberaumten 14 Massenversammlungen gegen die Ruhrverräter verbieten. Das Gros der vaterländischen Verbände folgte Kahr, während sich die Gefolgschaft um Hitler und Ludendorff auf die SA, Teile der Reichsflagge, also auch so ein Wehrbund, und den Bund Oberland reduzierte. Kronprinz Ruprecht bemühte sich, die sogenannten vaterländischen Kräfte zusammenzuhalten und die Staatsmacht gegen Putschversuche zu festigen. Am gleichen 27. September befahl er allen bayerischen Offizieren, eingedenk ihres Fahneneides, wie es da heißt, die Unterstützung Kahrs und des Landeskommandanten General Otto von Lossow. Nach der Einsetzung Kahrs verkündete die Reichsregierung, das ist jetzt nicht unser Thema, aber nur für den Rahmen, ihrerseits den Ausnahmezustand für das ganze Reich und übertrug die vollziehende Gewalt an Reichswehrminister Otto Gessler. In Bayern bestanden damit zwei Ausnahmezustände nebeneinander, woraus sich der schwerste Konflikt zwischen Reich und Bayern seit der Regierungszeit Eisners entwickelte. Der Kronprinz hatte am 23. Oktober ein langes Gespräch mit Kahr im Leuchtenbergpalais, bei dem er ihm verschiedene Anregungen und Wünsche mitteilte. Er drängte ihn zu einer stärkeren Ausnutzung seiner diktatorischen Vollmachten, um eine Besserung auf wirtschaftlichem Gebiet zu erreichen und damit den radikalen Kräften den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ausdrücklich warnte er vor gewaltsamen Vorgehen gegen die Reichsregierung. Allerdings hat die folgende Entwicklung gezeigt, dass Kahr keineswegs alle Vorstellungen des Kronprinzen umsetzte. Die Ereignisse vom 8. und 9. November 1923 in München sind bekannt und müssen hier nicht wiederholt werden. Kronprinz Ruprecht war nicht in den Putschversuch verwickelt. Er hielt sich damals in Berchtesgaden auf, wo ihn noch am 9. November verschiedene Emissäre aus München erreichten. Nach der Unterredung mit dem Gesandten Kahrs, Fritz von Fürstenberg, unterzeichnete er eine Erklärung, die Fürstenberg dann nach München brachte, mit dem Kernsatz darum die Waffen nieder und rief wieder zum wiederholten Male zur Einigkeit der vaterländischen Kräfte auf. Währenddessen war aber in München bereits der Putschversuch niedergeschlagen worden und Kahr unterdrückte die Veröffentlichung. Am folgenden Tag reiste Ruprecht nach München und dankte den dreien, die wir hier sehen, also Kahr, Landeskommandant Otto von Lossow und Polizeioberst Hans Ritter von Seyser, weil sie durch ihre Handlungsweise und die Unterdrückung des Aufstandes, Zitat, Bayern und ganz Deutschland vor unsäglichem Unheil bewahrt haben. Diese Ereignisse um den Hitler- oder Hitler-Ludendorff-Putsch bilden den Katalysator für das Verhältnis des konservativen und bayerischen Lagers zur Bewegung des Nationalsozialismus, weil von hier war dann die Frontstellung ganz eindeutig und die folgenden Jahre waren durch heftige Auseinandersetzungen geprägt. Um die Rolle des Kronprinzen noch knapp zu umreißen, sei ein kurzer Ausblick auf die folgenden Jahre angeschlossen. Ab 1924 beruhigten sich die politischen Verhältnisse allmählich, was mit einem wirtschaftlichen Aufschwung einherging. Ruprecht verhielt sich nach seinem Selbstverständnis in der Art eines überparteilichen Monarchen, der sich nicht in die Tagespolitik einmischt. Deshalb vermied er auch eine Festlegung für eine bestimmte Partei oder Gruppierung. Er war, und das kommt auch gelegentlich in seinen Aufzeichnungen zum Ausdruck, sicherlich kein Anhänger einer Parteiendemokratie, sondern dachte sich die Beteiligung der Bevölkerung an der politischen Willensbildung auf anderem Wege, etwa über ständische Vertreter oder Persönlichkeitswahlen. Seine Vorstellungen bleiben hier freilich etwas verschwommen. Seine Auffassung von der stärkeren politischen Rolle der Stände berührt sich mit den von der katholischen Soziallehre entwickelten Vorstellungen eines Ständestaats, die von den konservativen Denkern der Zwischenkriegszeit aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Der Fixpunkt seines politischen Denkens, an denen er die Parteien und Verbände maß, bildete immer das Eintreten für die Souveränität Bayerns. Er plädierte für eine Neuordnung Deutschlands auf föderalistischer Grundlage, wobei ihm das Bismarckreich als Modell vorschwebte. Separatistischen Überlegungen lagen ihm dabei fern.
Er konnte insgesamt nur indirekten Einfluss auf die bayerische Politik der Zwischenkriegszeit ausüben. Dieser ist schwer zu fassen, weil er sich einer Institutionalisierung entzog und auf persönliche Gespräche beschränkt blieb. Das weitgehende Fehlen direkter politischer Äußerungen macht die Charakterisierung seiner Position schwierig. Vielfach kann seine Meinung nur aus der Wiedergabe von Gesprächen durch andere erschlossen werden. Die Rekonstruktion seiner Haltung aus Erinnerungen von Gesprächs- und Korrespondenzpartnern ist methodisch schwierig, weil diese oft ihre eigenen Anschauungen, wenn man ihnen nicht energisch genug widersprach, als die Rupprechts ausgaben. Sein Biograf Kurt Zentner betonte, wie viele verschiedene politische Meinungen an ihn herangetragen wurden. Nur ein Beispiel, wo wir eine positive Aussage von ihm haben, vom Juli 1932, gegenüber dem Direktor der Berliner Allianz, Kurt Schmidt, der dann nach 1933 auch politische Karriere machen sollte, dem hat er Verfassungsvorstellungen für Deutschlands Zukunft mitgeteilt und plädierte erneut für eine berufsständische zweite Kammer sowie für ein Pluralwahlrecht, gemäß dem jeder Wähler nach Vollendung des 30. Lebensjahres über 2 Stimmen und Verheiratete mit Kindern über 3 Stimmen verfügen sollten. Er hielt zeitlebens an seinen Thronansprüchen fest, erkannte aber Legitimität und Verfassung des bestehenden Staates Bayern an. Im privaten Gespräch hatte er noch im Ersten Weltkrieg mit dem Journalisten Viktor Naumann die Stellung des Monarchen umrissen. Zitat: Wir haben nur Berechtigung, wenn wir das Volk für uns haben, wenn wir sozial empfinden und sozial handeln. Nach seiner Auffassung wünschten 75% der Bevölkerung die Restituierung der Monarchie oder waren zumindest keine erklärten Gegner. Allerdings muss diese Zahl, für die keine Belege vorliegen, als zu hoch gegriffen erscheinen. Sie entspricht aber in etwa dem Anteil der Bevölkerung, der 1926 in Bayern nicht für die Enteignung der Fürstenhäuser gestimmt hatte. Der Umkehrschluss, dass nun alle Wähler, die dem Volksentscheid ferngeblieben waren oder ihn abgelehnt hatten, sich zum Königtum bekannten, ist methodisch fragwürdig, aber jedenfalls konnte das Königshaus sich sicherlich breiter Anerkennung und Wertschätzung erfreuen. Der sehr umfassende Vortragstitel, der mir vorgegeben war oder ist, fragt nach einer stabilisierenden Rolle auch von Adel und alten Eliten für die Demokratie. Deshalb versuchen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den in seiner Gesamtheit kaum erforschten, in sich vielschichtigen bayerischen Adel zu werfen. Für eine genauere Unterscheidung müsste man nach ständischer Qualität, also standesherrlicher Adel, Hofadel, Verdienstadel, Konfession und Besitz differenzieren. Die adligen Standesorganisationen konzentrierten sich auf die Vertretung ihrer eigenen Interessen. Der unmittelbare Einsatz für übergeordnete politische Ziele oder auch die monarchische Staatsform stand dabei nicht im Vordergrund. Soweit der bayerische Adel nicht ohnehin in der Genossenschaft katholischer Edelleute unter dem Vorsitz von Alois Fürst zu Löwenstein eine selbstständige Organisationsform hatte, vertrat er auch innerhalb der bayerischen Landesabteilung der Deutschen Adelsgenossenschaft, DAG, dezidiert bayerisch-föderalistische Positionen. Das wird auch dadurch deutlich, dass Kronprinz Rupprecht die Schirmherrschaft über die bayerische Landesabteilung übernahm. Es gibt eine politische, sagen wir mal, Vorfeldorganisation des über Großgrundbesitz verfügenden Adels, der Verein für den gebundenen Grundbesitz in Bayern, der über seine Mitglieder eine Art Nachfolgeorganisation der ersten Kammer des Königreichs bildete. Erster Vorsitzender war hier der ehemalige Zentrums-Reichstagsabgeordnete Moritz Freiherr von Frankenstein. Prinz Eugen zu Oettingen-Wallerstein, der Leiter der Hof- und Vermögensverwaltung Kronprinz Rupprechts, war hier auch engagiert und versuchte sich auch im Vorfeld der Politik, es etwa gemeinsam mit Professor Paul Nikolaus Kossmann, dem Herausgeber der Süddeutschen Monatshefte, hat an den Ausschuss Notgemeinschaft für nationale Arbeit, GEA, als politisches Forum gegründet, wohinter dann die Finanzkraft der rheinischen Schwerindustrie stand.
die auch Medien in Bayern kontrollierten und die als Schaltstelle national, also sehr nationalkonservativer Propaganda dienten. Hier ging es um wirtschaftliche Interessen, aber auch um eine Förderung nationalkonservativer und bayerisch-föderalistischer Anschauungen. Dem bayerischen Adel einte zwar das grundsätzliche Bekenntnis zur Monarchie und zum König oder Thronprätendenten, doch engagierten sich nur einzelne Aristokraten tatsächlich dafür. Es ist ja ein bekanntes Paradox, dass erst der Sturz einer Monarchie den Aufbau einer monarchischen Bewegung hervorruft. Da die Tradition ein wesentliches Element der Legitimität einer Monarchie bildet, ist eine Restauration nach dem Traditionsbruch einer Revolution nur schwer durchzusetzen. Im November 1918 hatten sich keine Verteidiger des Königtums gefunden. In den verschiedenen monarchistischen Gruppierungen waren Adlige zunächst kaum vertreten. Erst mit den Freiherren Erwein von Aretin, einflussreicher Journalist bei den Münchner Neuesten Nachrichten, und eben, wenn wir hier sehen, Georg Enoch, Freiherr von und zu Guttenberg in Marineuniform, engagierten sich katholische Edelleute für den 1921 gegründeten Bayerischen Heimat- und Königsbund, den sie in enger Abstimmung mit dem Kronprinzen führten und sich immer wieder zur Wiederherstellung des Königreichs Bayern mit von berufsständischer, also auch der Ständegedanke, von christlichem Geist erfüllter Verfassung engagierten. Freilich sollte aber eine Änderung der gegebenen Verfassung nur auf gesetzmäßigem Weg durch die gesetzmäßigen Organe erfolgen. Zu den alten Eliten wird man sicher auch den katholischen Episkopat und die Geistlichkeit rechnen dürfen, an deren Spitze der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz Michael Kardinal von Faulhaber stand, der die Revolution aus auch theologischer Überzeugung scharf verurteilte. Doch das wird ja Thema eines eigenen Vortrags sein. Ich weise nur darauf hin, dass Professor Walter Ziegler unlängst in der Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte dazu einen sehr eindrücklichen Aufsatz zu theologischen Vorstellungen auch Faulhabers publiziert hat. Wir kommen nun endgültig zum Schluss. Kronprinz Rupprecht verfügte als präsumtiver Erbe der Krone und bayerischer Generalfeldmarschall, wir sehen ihn hier neben dem zweiten bayerischen Generalfeldmarschall, seinem Onkel Leopold, nicht über konkrete Macht, aber über erhebliches symbolisches Kapital. Seine Möglichkeiten, auf die Tagespolitik einzuwirken, blieben von der individuellen Haltung der bayerischen Regierungsmitglieder und anderer politischer Verantwortungsträger abhängig. Insgesamt war seinen politischen Bemühungen in der Zwischenkriegszeit kein unmittelbarer Erfolg beschieden. Weder gelang der Zusammenschluss aller bayerisch-föderalistischen Kräfte, noch war seine Unterstützung der Regierung Held im Ringen um die Rückgewinnung der Finanzhoheit für Bayern erfolgreich. Immerhin konnte er aber gegenüber verschiedenen Putschabsichten beruhigend wirken und gewaltsame Auseinandersetzungen verhindern. Durch sein unbedingtes Festhalten an Rechtsstaatlichkeit und Verfassungsgemäßheit trug er sicher zur Aussöhnung der in der Monarchie aufgewachsenen Teile der bayerischen Bevölkerung und zur Stabilisierung des Freistaats bei. Er hielt sich politischen Alltagsgeschäften fern, repräsentierte aber bei zahlreichen Versammlungen nicht nur von Patrioten und Kriegervereinen in ganz Bayern, wie wir hier sehen, auch mit Damen im Hintergrund, die Dame mit dem besonders feschen Hut, die Kronprinzessin. Für weite Kreise der Bevölkerung wirkte er als Identifikationsfigur, die in der schweren Not von Nachkriegszeit und Inflation Halt und Orientierung bot. Nur die Monarchie schien ihm die Eigenstaatlichkeit Bayerns wirksam garantieren zu können. Dabei lag die Legitimation für das Königtum für ihn in erster Linie in seinen Leistungen für den Staat. Er wollte auch selbst nur als König antreten, wenn dies von der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht würde. Mit der Einrichtung des Wittelsbad des WHF 1923 konnte er eine bescheidene Hofhaltung etablieren und wieder war in der Lage, repräsentative Aufgaben wahrzunehmen. Nun war ein Weg gefunden, der es ihm und den übrigen Angehörigen des Königshauses ermöglichte, durch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit bei der Beruhigung der politischen Verhältnisse in der Zwischenkriegszeit mitzuwirken. Dies trug wohl schon zur Versöhnung der alten Eliten mit der neuen Staatsform bei.
Alle seine Bemühungen waren vom unbedingten Willen zum Föderalismus und von Rechtsstaatlichkeit getragen. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.